Servus ist jetzt auch schon da, dann quatschen wir mal über Pflanzen. Hallo Leute, herzlich willkommen bei Liquid Nature. Ich bin der Stefan und heute gibt es einen weiteren Teil zu unseren Pflanzenvorstellungen. Kleine Pflanzen haben wir schon besprochen. Ich würde heute gerne mal über etwas größere, üppigere Pflanzen für den Hintergrund reden. Und eine von meinen allerliebsten, unkomplizierten Pflanzen für den Hintergrund ist der Aponogeton longiplumosus. Das ist eine Knollenpflanze aus Afrika. Und ich muss sie dir zeigen, die sehen so fantastisch aus. Wenn man sie rausholt, kann man sie alternativ auch als Krawatte tragen. Aber schaut euch die mal an, ich schmeiß die da mal rein. Hat so ein bisschen was von Seetang, ist eine wunderschöne und spannende Pflanze, super dankbar und einfach in der Haltung. Das schauen wir uns jetzt im Detail an. Jetzt haben wir die erste Wasserpflanze, die endemisch ist, die Aponogeton longiplumosus oder, wunderschöner deutscher Name, wie ich finde, gewelltblättriger Madagaskar Wasserähre. Also eigentlich gewelltblättrige Madagaskar Wasserähre. Und für die ganz Smarten unter euch, die wissen es jetzt schon, ist endemisch auf Madagaskar, also Afrika. Wunderschöne Pflanze, ist eine Knollenpflanze, das heißt unten hat man so ähnlich wie beim Lotus so eine Knolle, so einen Knubbel. Die wird relativ groß, also ist in meinen Augen vor allem eine Hintergrundpflanze, aber ich bin mir sicher, dass es den ein oder anderen XXL-Aquarianer gibt, für den es maximal eine Mittelgrundpflanze ist. Die Blätter selbst wären so 40 bis 60 cm lang und sie haben auch einen Stängel unten, der wird so zwischen 5 und 25 cm lang. Das hängt immer alles ein bisschen von der Größe der Knolle, von den Bedienungen im Aquarium ab, aber natürlich auch von den Lichtbedienungen. Insgesamt sind die Aponogeton-Sorten, also nicht alle, aber der Longiplumosus, super, super dankbare Pflanzen, ganz unkompliziert in der Haltung, gibt schon seit Ewigkeiten, also so Mitte der 80er Jahre wurden die ins Hobby integriert und sind seitdem eigentlich permanent verfügbar auf dem Markt und sind wirklich Pflanzen, die ich nicht missen will, denn schaut euch mal den Look an, also man bekommt sofort Lust auf Sushi, oder? Also das sieht einfach aus wie dieser Tang, herrlich. Auch ganz, ganz tolles Grün, frisches, grünes Grün, das hängt immer, das ist so ein bisschen einzigartig. Das hängt nämlich ein bisschen von der Knolle ab. Manche sind einfach heller grün, andere sind ein bisschen dunkler grün. Bei uns gehen die Pflanzen ausschließlich ausgetrieben raus. Es gibt auch immer wieder Läden, die nackigen Knollen verkaufen. Da bin ich nicht so großer Fan davon, weil es immer wieder Knollen gibt, die einfach gar nicht austreiben oder die sich dann als ganz andere Sorte entpuppen. Deswegen hier, falls ihr die Möglichkeit habt, unbedingt ausgetriebene Pflanzen mitnehmen, dann weiß man, was man kriegt und man weiß auch, dass sie lebt. Ne? Das ist ein Vorteil. Zu den Haltungsbedienungen würde ich sagen, Hauptsache nass. Das ist eine von den Pflanzen, die wirklich mit wenig zufrieden ist. Man merkt schon, dass sie von nährstoffreichem Boden profitieren. Also Düngetabletten oder Säulbodengrund sind auf jeden Fall hilfreich, aber nicht notwendig. Ich habe die Pflanze schon in sehr kühlen Aquarien verwendet, also so ab 20 Grad, aber auch rauf bis 27, 28 Grad. Gar kein Stress. CO2 ist nicht notwendig, aber für alle, die es jetzt schon ahnen, natürlich ist es empfohlen. CO2 ist einfach ein ganz, ganz wichtiges, großes Element, das für Pflanzen einen sehr hohen Stellenwert hat. Und daher ist es wie so oft okay ohne, aber viel besser mit CO2. Die Knollen, also die Aponogeton-Knollen, blühen auch immer wieder, haben richtig schöne, so violett blühende Blütenstände. Die treiben immer bis zur Wasseroberfläche, also wir haben in großen Aquarien hatten wir schon Blütenstände, da war der Stängel über 2 Meter lang. Sehr beeindruckend, wenn das passiert. Und die haben so einen Schwimmkörper dann am Ende vom Blütenstand und die Blüte schwimmt dann eben so an der Wasseroberfläche und steht nach oben. Blüht richtig schön violett, ist auch ziemlich groß, sieht immer nett aus, natürlich vor allem in offenen Aquarien. Wenn ihr einen Deckel habt, dann könnt ihr die ruhig auch abmachen, weil sehen werdet ihr die sowieso nicht. Und es ist ja so, dass Pflanzen, wenn sie blühen, immer sehr viel Energie in die Blüte investieren. Und wenn man die Blüte gar nicht sehen kann, dann würde ich euch ganz klar dazu raten, dass ihr die eher abzwickt. Das gleiche gilt dafür, wenn die Pflanze irgendwie so ein bisschen komisch aussieht, also wenn nicht alles ideal ist und sie setzt auch Blüten an, dann würde ich euch hier eher raten, die Blüten wegzuzwicken, denn dann investiert die Pflanze keine Energie in die Blüte, sondern eher wieder in neues Laub. Und das Laub ist also quasi die Energiefabrik für eine Pflanze und wenn es der ohnehin nicht so gut geht, ist es besser, die Energie wird in neue Blätter investiert. Bei den Knollen ist ja immer,
nicht immer, aber sehr oft die Frage im Laden, wie setze ich die jetzt eigentlich ein? Und ich glaube, ich sage das immer gleich. Ich sage immer, denkt an eine Tulpenzwiebel. Die steckt man ja auch so in den Boden, dass der Trieb, wo die Tulpe später rauskommt, aus der Erde rausschaut. So ähnlich macht man das mit den Knollen auch, bei Aponogeton, aber auch beim Tigerlotus. Der Trieb selbst sollte raussehen aus dem Bodengrund. Die Knolle, und die hat auch immer schon Wurzeln, wenn ihr die bei uns holt, die soll natürlich rein in den Boden. Ganz, ganz wichtig, die Knolle ist so das Speicherorgan, also ihr könnt euch das vorstellen wie die Batterie von einer Pflanze, und das sollte man nicht beschädigen. Das heißt, wenn ihr das mit einer Pinzette irgendwie anstecht oder zwischen zwei Steinen so richtig reinquetscht, das ist eine ganz schlechte Idee, denn wenn die Knolle zu sehr beschädigt wird, dann kann es einfach sein, dass sich die Pflanze einfach auflöst. Das wollen wir natürlich nicht. Deswegen würde ich hier sagen, ausnahmsweise sind die Finger die besseren Tools, und man steckt die einfach mit Liebe an eine Stelle, wo es auch reichlich Bodengrund gibt, wo sich die Pflanze im Anschluss anwurzeln kann. Und falls ihr keinen Soil habt oder schon ein sehr altes Aquarium mit Soil, dann würde ich euch raten, steckt gleich ein oder zwei Düngetabletten dazu, am besten so NPK-Dünger, dann ist die Pflanze da auch gleich reichhaltig versorgt und kann von den Nährstoffen der Düngetabs profitieren. So, alles in allem ist der Aponogeton longiplumosus wohl einer der allerschönsten tangartigen Hintergrundpflanzen fürs Aquarium. Ist zumindest einer meiner Favoriten. Vielleicht geht es euch da ja ähnlich. Falls ihr euch jetzt Gusto gemacht habt, wir verlinken euch das Ganze natürlich unten in der Videobeschreibung. Und ansonsten hätte ich gesagt, wir sehen uns beim nächsten Video. Nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Tschüssi, Baba.